Also Parino von Hablet sagt dir nicht viel. Also bei dem Nachnamen, irgendein Hablet sagt dir was, aber ziemlich lange her und nicht oft gefallen. Wahrscheinlich als du mal mit Kiaras geredet hattest, aber Weiß also ich was davon? Geschichtswissen. Habe ich schon. Was ich Denk dran, nicht. ich bin älter und ich habe gutes Gedächtnis. Ja, also, so lange ist das gar nicht her. Und du warst in den Borborat-Kriegen nicht so aktiv. Du warst halt in Tobrien bei Beilung und hast irgendwelche Zwergendinge getan. Ja, Also, genau. Diamantis weiß, dass der Name Hablet, wenn sie sagen, sie haben mal unter Parino von Hablet gedient, der Name ist nicht gut in Verbindung gesetzt worden. Kiaras hat den Namen Hablet verflucht, aber du weißt, wie gesagt, nicht mehr, wer das war. Hablet. Wie gesagt, Erklär mir Gerhard da Unions unter der irgendwas. Maraskan-Flotte gedient. Maraskan an sich hat eine Flotte. Ich dachte, das wären eher kleinere Piraten und Flottillen, die umhersegeln. Nein. Einstmals waren wir von Perikum einbestellt. Perikum. Einstmals. Und wo liegen eure Loyalitäten? Nun, mittlerweile sind wir ohne Dienst. Wir haben uns Parino nicht angeschlossen und den Schwarzen Horden. Aber ihr seid göttertreue und fürchtige Männer. Mit den Göttern haben wir es nicht mehr so, aber treu sind wir, solange das Ziel stirbt. Solange das Ziel stimmt. Im blutigen See gibt es nur noch ein vernünftiges Ziel und das sind Palligan und seine Schergen. Ja, Und Tobrian, Maraskan. jegliches Piratenpack, was sich dort herumtreibt und sich wagt, uns in den Weg zu stellen. Wie viele Männer habt ihr aufzubieten und wie viele Jahre Seeerfahrung? Nur noch 50. Nur 50 Stück. 50 Stück. Wir segeln seit 1004 in verschiedensten Besetzungen. Aber ich bin bereits seit 10 Jahren der Weibel dieser Männer und Frauen. Ihr könnt mich Mr. Plug nennen. Mr. Pluck. Bible Pluck. Mr. Alles Plug. klar. Jeder nennt mich Mr. Plug. Der andere ist Weibelkork. Aber redet nicht mit ihm, man hat ihm die Zunge rausgeschnitten. Dann kann er sich ja vollends auf sein Handwerk fokussieren. Das tut er. Wie gesagt, Ziele, die Schwarze Horde, Hafax, Maraskan. Irgendwas, womit ihr nicht umgehen könnt? Wir haben Rotzen, vielleicht bald einen Bock, einen Skorpion und knapp 20 Hornissen. Er zuckt mit den Schultern. Einen Bock haben wir lange nicht gesehen, aber die anderen sind kein Problem. Wenn man weiß, wie man mit einer Rotze zu schießen hat, dann kommt man mit ein paar Wochen Übung auch gut hinter einem Bock. Aber ich glaube, dann werden wir wohl die erfahreneren Schützen hinter dem Bock stellen, sobald dieses Projekt abgeschlossen ist. Mr. Duke? Richtig? Mr. Plug. Mr. Pluck. Dann nimm da einen Weibel und komm im Verlauf der nächsten Stunden auf unser Schiff vorbei. Ich stelle euch da Capitana vor und dann schauen wir, falls sie euch für nun würdig und sympathisch hält, werden wir wohl einige eure Mannschaft auf Qualifikation prüfen und schauen, ob ihr auch hinter dem steht, was ihr sagen könnt. Wie gut ihr hinter den Rotzen seid. Wir werden uns vorstellen. Großartig. Dann sehen wir uns. Gut, damit habt ihr eine weitere Geschützmannschaft. Ja, das sehen wir dann, ob wir die anheuern oder nicht. Aber ich würde das nicht ausspielen, aber ich würde gerne wissen, ob die Maulwürfe zurückkommen. Ich gehe jetzt zu deren Tisch und frage, ob die noch Interesse haben oder nicht. Für 1 Silber mehr am Tag, ja.
Also pro Person. Dann sind jetzt sie nicht auf 2 Silber, sondern auf 3 Silber. Ist halt teurer. Kann ich eine Überredenprobe würfeln, um es auf 0,5 runterzudrücken? Also ein halbes Silber mehr am Tag. Ja, ist eine überreden falsche Probe, ja. Alles klar. Ja, da würfeln sie auch nicht gegen. Halbes Silber ist okay. Aber es ist halt trotzdem schon teurer, ne? Also pro Tag, ja, pro Person, wenn ihr dann 50 Leute habt. Ihr könnt die Maulwürfe auch nehmen, ja. Ja, dafür werde ich, also, dann werden die Trainingseinheiten von denen jetzt verdoppelt, damit sie das zusätzliche Geld auch wert sind. Ja, so funktioniert das nicht, aber ist okay. Ja, sobald wir auf einem Schiff sind und auf offenem Meer, funktioniert das so, wie es funktionieren muss. Du lachst, aber der maßgeblich ausschlaggebende Punkt der Effektivität deiner Schutzmannschaft ist einfach nur Drill. Also, je öfter die üben, desto besser sind die tatsächlich. Ich habe einen Blick in F verzogen geworfen und da steht, dass die als faul gelten, weil sie halt die ganze Zeit nichts machen, bis sie dann das Schiff retten. Das ist halt eigentlich realistisch betrachtet nicht wahr. Die sollten eigentlich den ganzen Tag üben, die Dinger trocken rein und rauszufahren. Ja, gut. Aber ich bin ja schon ruhig. Ja, alles klar, dann sind wir da fertig. Dann sind wir da fertig. Noch die Katapultmeisterin. Genau, sobald wir dann draußen sind, würde ich Diamantis auch meine Erkenntnisse mitteilen, dass ich davon ausgehe, dass die Rotzen über Umwege von Hafax kommen, aber tatsächlich wohl von vermutlich uronischen Schiffen stammen. Hafax. Dem sollten wir auf jeden Fall näher gehen, aber das Angebot ist zu gut. Wir können das nicht ablehnen. Nun, also, ich muss es auf jeden Fall zu Lamin näher bringen, aber ja, gewissermaßen ist das wohl ein Geschenk, das uns im Kampf gegen Palligan unterstützen soll. Die Abneigung, die sie gegen Palligan hatte, war deutlich zu sehen. In ihrem Geist. Stell dir das nur vor, Boltax. Wir können bei den Rotzen, die sie uns angeboten hat, können wir unsere Schlagkraft verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. Wir werden unbezwingbar sein. Oh ja, die Qualität war sehr gut. Also diese Rotzen scheinen von ordentlicher Qualität zu sein. Und ich habe das Haus gesehen, in dem sie untergebracht sind. Was? Ja, nun, sie hat daran gedacht, das Lagerhaus, in dem die Rotzen gestapelt sind. Und du könntest das wieder zuordnen, wenn wir jetzt ein wenig durch den Hafen marschieren und das hier irgendwo sehen? Dann kannst du darauf zeigen? Nein, ja, kannst du nicht. Okay. Ja. nein, kannst du nicht. Sie hat nur an das Innere gedacht. Alles gut. Du kannst natürlich in jedes seltsam aussehende Lagerhaus im Hafen einbrechen. Und wenn du drin bist, weißt du, also wenn du das Richtige eingebrochen bist, weißt du schon, dass du da bist. Dafür brauchen wir aber Boltax nicht. Das ist richtig. Da bin ich sogar eher hinderlich. Nein. Sie hat nicht an die Fassade des Lagerhauses gedacht. Es tut mir leid, dass ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt habe. Schade. Das hätte vielleicht eine einmalige Gelegenheit sein können. Aber wir müssen ja hier unbedingt jeden übers Ohr haben. Nein, es wäre in der Regel nicht klug, Hafax übers Ohr zu hauen. Mhm. Ich habe ihn ein, zweimal kennengelernt und ich glaube nicht, dass er das so gerne mit sich machen lässt. Ich habe viel von ihm gehört, aber Gestalten wie er werden gerne für Sachen gelobt, wofür sie eigentlich nichts können. Vielleicht ist er ja gar nicht so kompetent, wie man es ihm zu. Nun, ich habe ihn in mehreren Phasen seines Lebens schon gesehen. Und ich würde ihm seine Kompetenz zumindest nicht absprechen. Das, was er tut, hat Hand und Fuß. Er ist nun fast so alt wie ich und naja, für einen Menschen ist das ja schon etwas. Er konnte viel Erfahrung sammeln. Hast recht, vielleicht sollten wir unsere Regeln nicht unterschätzen. Nun, und es gibt definitiv einen Grund, warum Rataralsanin immer noch so große Stücke auf ihn hält. Nun, sie kommen sich zumindest nicht wirklich in die Quere. Ja, dann habt ihr eine Geschützmeisterin, die wohl in der Gunst von Hafax steht oder so. Und die Mannschaft mit 50 Leuten, die gegen Hafax gerichtet ist. Das muss
Sulamin entscheiden. Also ich werde Sulamin das natürlich mitteilen, ob sie die Geschützmeisterin dann übernehmen möchte oder nicht, ist ihre Entscheidung. Richtig. Als Kapitana. Machen wir da weiter, es klopft an der Tür. Tritt da rein. Du kannst sehen, wie ein Dukatengardist eintritt. Wir haben hier einen Besucher, der will wohl aufs Schiff, aber ich habe ihn erstmal nicht aufs Schiff gelassen. Sieht aus wie ein Novadi. Ich habe keine Probleme mit Novadis, zumindest nicht, wenn das Geld stimmt, aber... Hat er seinen Namen genannt? Hassan Ayasir. Gut. Von Fasar. Nun, das ist eine wichtige Information. Lasst ihn ein, er wird erwartet. Seid ihr euch wirklich sicher? Meint ihr nicht, dass wir noch 3 weitere Wachen hier haben sollten, wenn er mit euch spricht? Nun, ich halte ihn für einen gefährlichen Mann. Das ist der Grund, warum ich ihn sehen möchte. Okay, aber ihr habt gute Wachen. Deswegen schlage ich vor, dass wir weitere Dukatengardisten bei euch positionieren. Tut das, wenn ihr es für nötig haltet. Wir würden uns zumindest damit sicherer fühlen. Gut. Ja, dann kannst du nach 2-3 Minuten erkennen, wie 3 Dukatengardisten eintreten und einen Mann flankieren, der dort wie selbstverständlich eintritt. Ein schwarzer Turban, der sein tulamidisches Gesicht ziert, hat wohl 2 verschiedene Chromsäbel, nicht auf seinem Rücken, sondern an seinem Gürtel gebunden. Und seine 50 Jahre sieht man ihm an. Er trägt einen langen schwarzen Vollbart und wirkt kompetent einfach auf dich. Also es ist eine Ausstrahlung, diszipliniert. Das Einzige, was dich eventuell so ein bisschen ganz an ihm stört, ist, dass er nach Drogen riecht. So Chiriacha oder irgendwie sowas hat er vor kurzem zu sich genommen. Mhm. Sulamin bläht ganz leicht die Nasenflügel und nimmt diesen Geruch zur Kenntnis. Seid willkommen. Bitte, setzt euch. Darf ich euch einen Tee anbieten? Er setzt sich hin und schüttelt dann mit dem Kopf. Wir haben gehört, dass ihr einen Auftrag für uns habt. Der Fax-Tempel lässt sagen, dass ihr einen Leibwächter braucht. Ja, der Fax-Tempel hat euch empfohlen. Freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich hatte explizit nach einem Schüler des Marwan al-Nazar gefragt und nun offenbar war der Listenreiche mir gewogen, da ihr euch derzeit in Kunchum aufhaltet und offensichtlich keinen Auftraggeber habt. Ich bin Hassan Ayasir, der Schüler von Nasir al-Kamal, der unter Marwan al-Nazar selbst gedient und gelernt hat. Ich verstehe. Nun, und ihr wärt also bereit, uns auf dieser Mission in die blutige See, die sehr wohl das Ende für uns alle bedeuten kann, zu begleiten? Ich habe schon andere Missionen begleitet, die das Ableben von jedem anderen hätten bedeuten können und sie ein jedes Mal verhindert. Nun, das freut mich zu hören. Gewiss, auf einem Schiff ist man immer bis zu einem gewissen Grad den Naturgewalten ausgeliefert. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele Gefahren, die ein fähiger Balayan sicherlich aus der Welt schaffen könnte. Ich zog oft in die Wüste mit meinen Herren und auch dort ist man den Naturgewalten ausgesetzt. Nun gut, dann lasst mich euch skizzieren, was ich von euch erwarte oder warum ich euch gerne an meiner Seite wüsste. Es ist nicht so, dass ich möchte oder von euch erwarte, dass ihr mit uns in den offenen Kampf zieht. Für diese Aufgabe brauche ich euch nicht. Denn meine Gefährten sind kampfstark und ich mache mir keine Sorgen um meine Sicherheit in ihrer Gegenwart. Allerdings, nun ja, vor gar nicht mal so langer Zeit gab es ein Attentat auf dieses Schiff und ich muss sagen, dass ich mich seitdem doch
deutlich verletzlicher hier fühle. Es bleibt indes die Frage, ob eure Anwesenheit damals irgendetwas geändert hätte. Denn unsere Gegner waren Dämonenpaktiere und es gelang ihnen, uns alle in Schlaf zu fangen. Hättet ihr in dieser Situation etwas tun können, frage ich mich? Balayern schlafen nicht. Nun, in diesem Fall wärt ihr möglicherweise wach gewesen, so wie zufälligerweise einer unserer Magier damals. Balayern setzen sich in einen Rausch. Wir schlafen nicht. Wir träumen. Ich kann wahrnehmen, dass ihr Cheriacha zu euch genommen habt. Er nickt. Nun, offensichtlich funktioniert das schon seit sehr langer Zeit für euch, denn ihr seid offensichtlich ein Veteran. Die Göttern steht mir bei. Wem gilt euer Glauben, eure Liebe? Das bleibt meine Privatsache. Ich habe mich aber über euch informiert, wie ich das über jeden tue, Taref Sonja. Ich kenne eure Fähigkeiten ebenso. Ihr seid Zulamina Shabra Salaresh Galia Aijer Khalil von Fazar. Die bin ich. Mein Name ist nicht mehr so unbekannt. Dennoch kenne ich eure Fähigkeiten. Ich habe mich informiert, bevor ich diesen Auftrag annahm, euch aufzusuchen. Wir wissen, dass ihr gute Kontakte mit Tomek Aterion pflegt. Zulamin hebt eine Augenbraue. Das also ist der Grund, warum ihr hier seid? Dies ist nicht der Grund. Wir sagten nur, dass wir uns gut informiert haben. Was also ist euer Grund? Was ist eure Motivation, gerade mir zu dienen und nicht einer anderen Auftraggeberin, die euch ebenso bezahlen könnte? Weil wir bereits 30 Jahre lang Visieren gedient haben oder Händlern, die durch die Wüste gezogen sind, um sie vor dem Volk zu schützen, was dort lebt. Diese Aufträge bürgen für uns keinen Mehrwert mehr, nichts zu lernen. Ihr müsst sehen, dass eure Weigerung, mir eure bevorzugte Gottheit zu nehmen, mein Misstrauen erregt. Und es kann nicht sein, dass ich jemanden zu meinem Leibwächter mache, dem ich misstraue. Ihr sagtet sie, nicht wahr? Eine Göttin also. Er nickt. Warum also wollt ihr mir ihren Namen nicht sagen? Aus dem gleichen Grund, aus dem ihr mich angeworben habt. Ich bin ein Balayan. Das bedeutet, ihr seid loyal. Wir sind loyale Mystiker. So wie auch ihr Mystiker seid. Ich verstehe. Nun, ich nehme an, ihr werdet trotzdem eine Bezahlung wollen. Mir schwebt vor euch zu bezahlen, wie wir die Dukatengarde bezahlen. Denn ich nehme an, dass dies der Preis ist, der für eure Fähigkeiten angemessen ist. Widersprecht ihr mir in dieser Sache? Die Dukatengarde bekommt einen Dukaten am Tag. Das ist etwas wenig, aber es soll genügen. Unsere Fähigkeiten werden sonst weitaus höher vergolten. Aber ich diene nicht der Bereicherung. Wir haben bereits große Reichtümer angehäuft. Nun,
Dann lasst mich euch noch erzählen, was wir vorhaben. Wir werden in Kürze die Weiße Stadt besuchen. Und ich bin mir sicher, dass ich dort Feinde habe. Viele Feinde, mächtige Feinde. Auch solche, die, nun ja, offiziell Anerkennung finden. Ich denke, dies ist eine Sache, bei der ich euch gerne an meiner Seite hätte. Würdet ihr mich dorthin begleiten? Ich höre und gehorche. Gut. Dann ist es beschlossen. Und ihr werdet uns begleiten. Wir können euch sicherlich einige Tipps geben, wie ihr dort unerkannt bleibt, Tadev Sonja. Das könnte wertvoller Rat sein. Denn, nun ja, unsere Gruppe ist nicht gerade unauffällig und ich möchte dennoch keinen zurücklassen. Ein Zwerg gehört zu uns und, nun ja, der Chorgeweihte an meiner Seite ist, nun ja, ein wenig größer als die meisten Menschen. Auch über sie haben wir uns informiert. Gut, ich denke, darüber werden wir sprechen, wenn wir auf See sind. Solange wir noch in der Stadt sind, muss ich mich um Dinge kümmern, die getan werden müssen, bevor wir in See stechen können. Ihr könnt euch so lange ebenfalls noch in der Stadt bewegen. Ich möchte allerdings gerne, dass ihr dabei seid, wenn die Mannschaft eingeschworen wird. Habt ihr damit ein Problem? Wenn wir den Auftrag hier und jetzt annehmen, dann stehe ich ab jetzt an eurer Seite. Nun, dann werdet ihr den Auftrag annehmen in dem Moment, da ihr den Schwur leistet. Ich lasse euch Bescheid geben, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wie kann ich euch erreichen? Wir werden wissen, wenn es soweit ist. Gut. Dann werden wir uns dann sehen. Du darfst mir mal eine Götter- und Kulte-Probe würfeln. Plus 18. Ich bin neugierig. Ich mirakle das. Boah, jetzt schummelst du auch noch, wenn ich dir sowas anbiete. Sehr effektiv. Aber hallo. Das ist Bauer wow. Mogel. Bauer Mogel, ich hab's gesagt. Ich glaube, es kommen keine Modifikatoren dazu, oder? Es ist alles ganz normal. Ja, würfel einfach mal. Ich glaube nicht, dass da irgendwie, du bist nicht in einem Heiligtum. Das sind 18, wenn nichts abgeht. Und es kommen plus 5, ne? Und es kommen noch 2 Punkte durch Nähe zur Gottheit. 2 drauf. Das hast du jetzt also, neu gekauft, ne? Ja. Was das kann heißt, das fügt zusätzliche LKP-Sterne hinzu. Und da ich gerade 2 habe, fügt es 2 Punkte hinzu. Das heißt, wir kommen auf 20, die Hälfte ist 10, plus 5 ist 15. Und damit würfle ich jetzt Götter und Kulte. Mit 15 Sternchen mehr? Bringen urtulamitische Kulte was? Ja. Deswegen sagte ich, dass du eine Probe würfeln darfst. 13 plus 15, ne? Mhm. Eine Menge. Du kannst sowohl seine Spange am Turban identifizieren, als auch ein Medaillon, was er unter seinem Hemd getragen hat. Ein Skorpion. Bülmaresch. Göttin der Meuchler. Nun, das ist für einen Balayan in diesem Stil nicht so ungewöhnlich. Kann ich irgendeinen Zusammenhang zu Tomek Arterion herstellen, weil er den ja erwähnt hatte und das irgendwie für ihn relevant zu sein schien? Also er hat sich erstmal gut informiert. Das, was er da eben so gesagt hat, du gehst davon aus, dass er auch noch mehr weiß über dich, als das, was er dir eben offenbart hat. Das ist erstmal nichts ungewöhnlich. Tomek Arterion ist ein unglaublich mächtiger Mann, vor allem in Fasar. Und
Wenn er das so angesprochen hat, dass du in seiner Gunst stehst, also man wird wohl in Fasar öfter mal über dich reden.